sagst du ja nicht so, wie viel ist denn dein ganzes Geld? Sie sagt 5,2 Millionen. Könnt ihr euch vorstellen, was in dem Moment in mir abging? Mein Geld, was ich hatte, habe ich in etwas investiert und ich habe jetzt keinen Cent mehr, weil ich mich auf ihr Wort verlassen habe. Ich schwöre es euch, ich war kurz davor, ihr den Hals umzudrehen. Kennt ihr das, wenn ihr keine Probleme habt, keine Sorgen habt, aber euch einfach Probleme macht? Aus Naivität und aus Dummheit. Mit dieser heutigen Geschichte möchte ich euch mein Leben so ein bisschen erzählen, was mir so passiert ist, von der Normalität in die Kriminalität. Mein Name ist Hussein, ich bin 28 Jahre alt und führe ein wirklich sehr, sehr normales Leben. Ich gehe arbeiten, ich gehe nach Hause, ich treffe mich mit Freunden, ganz normales Leben einfach. Irgendwann kriege ich einen Anruf von einem Mädchen. Was machst du, dies, das, hin und her? Ich habe ihr gesagt, nichts, ich bin zu Hause, ich bin am Chillen. Sie sagt zu mir, pass auf, ich krieg in den nächsten Tagen 35.000 Euro. Kann ich die vielleicht bei dir lassen? Ich weiß nicht, was ich meinen Eltern sagen soll. Und ich, bei mir macht sofort Klick. Ich sag, ja, von wo? Sie sagt zu mir, ja, ich habe ein kleines Geschäft abgewickelt und das ist das Geld, was ich noch kriege. Brauchst du was? Soll ich dir was geben? Ich habe gesagt, wie viel könntest du mir denn geben? Sie sagt, ja, nimm alles. Gib's mir einfach irgendwann zurück. Bei mir alle Glocken gehen an. Ich sehe mich nur noch shoppen. Ich sehe mich nur noch bei Mercedes mir eine fette E-Klasse holen für 20.000. Habe ich immer noch 15.000. 5.000 gehe ich shoppen. 5.000 gehe ich mit meinen Jungs auf den Kopf und habe immer noch 5.000. Und sie wird mich gar nicht danach fragen, weil sie es nicht nötig hat. Ich sage, wann kriegst du das? Sie sagt, Dienstag. Wir hatten Freitag. Und ich denke so, scheiße, noch 2, 3 Tage, 4 Tage, dann kriege ich das Geld. Montag schreibe ich so, ey, klappt das morgen? Sie sagt, ja, klar, natürlich. Das Geld ist schon da, ich hole das morgen ab und dann gebe ich dir das. Dann kam Dienstag, ich rufe sie an, sie geht nicht ran. Ich rufe sie 4, 5 Mal an, bis sie irgendwann rangeht. Ja, was los? Ich habe gesagt, wie was los? Wo bist du? Ich habe mir heute extra frei genommen, weil du mir doch das Geld geben wolltest, oder nicht? Dann hat sie gesagt, ja, heute 19 Uhr. Dann kam 19 Uhr, ich rufe sie an, sie geht wieder nicht ran. Ich denke mir, das einzige Ding in dieser Geschichte ist, ich habe mich gefragt, warum? Warum sollte sie mich verarschen? Es gibt gar keinen Grund. Aus dem Nichts ruft sie mich an und bittet mich, ihr Geld beiseite zu packen, weil sie es nicht ihren Eltern sagen kann. Das kann nicht sein, dass sie mich verarscht. Warum? Warum sollte sie das tun? Auf jeden Fall, sie ruft mich an, sie sagt, hey, das wird heute nichts. Wir müssen das morgen machen. Ich habe gesagt, ja, ist kein Thema, scheiß drauf. Nächsten Tag wieder dieselben Filme. Was los? Was jetzt schon wieder? Geht nicht, der ist nicht da, bla bla bla. Das Geld liegt ja schon bereit, aber die können es noch nicht vorbeibringen. Ich muss auch heute arbeiten und morgen auch. Wir machen das übermorgen. Schon wieder bei mir voll Achterbahn-Kopfkino. Dann, es war dann Donnerstag. Ich rufe sie an. Sie geht wieder nicht ran. Dann war Freitag, dann war Samstag, dann war Sonntag, dann war wieder Montag, dann war Dienstag, dann war Mittwoch. Jeden Tag war irgendwas. Jeden Tag war irgendwas. Irgendwann habe ich ihr gesagt, ey, pass mal auf. Ich hatte 30.000 Euro gehabt. Ich habe die jetzt in eine Sache investiert. Und das Geld kriege ich erst in 2, 3 Jahren zurück. Weil ich mich auf dein Geld verlassen habe. Nein, 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 safe. Was weiß ich? Ich habe so einen auf den getan. Mein Geld, was ich hatte, habe ich in etwas investiert. Und ich habe jetzt keinen Cent mehr, weil ich mich auf ihr Wort verlassen habe. Dann, sie schickt mir ein Bild von so einem Batzen Geld. 200er, 100er, 50er, 20er, 10er. Sie sagt, hier, ich habe es bei mir. Aber ich habe heute keine Zeit. Wir sehen uns morgen. Ich habe gesagt, okay, wenn sie es bei sich hat, haben wir schon mal gewonnen. Ne? Das Geld ist schon mal da. Nächsten Tag, sie ruft mich an. Wo bist du? Was machst du? Wann wollen wir uns treffen? Ich so, ja, Mann. Sie ruft schon von alleine an und will sich treffen. Sie hat das Geld bei sich. Bombe. Ich habe schon nebenbei geguckt nach Autos für 20.000. Auf jeden Fall kam natürlich wieder was dazwischen. Dann bin ich irgendwann durchgedreht. Ich rufe sie an, ich sage, hör auf, mich zu verarschen. Was habe ich dir getan? Warum machst du das mit mir? Was habe ich dir getan? Warum verarschst du mich jeden Tag? Seit 2 Wochen, 2, 3 Wochen laberst du mich jeden Tag voll und sagst zu mir, wo ist das Geld? Hier ist das Geld, da ist das Geld. Dann und dann kommt es und da kannst du es abholen. Sag doch einfach, wo das scheiß Geld ist, Mann. Wenn du es nicht hast, dann sag es mir einfach. Aber tu nicht bei mir einen auf cool. Das muss nicht sein. Jani, sag einfach, ich hab's nicht und fertig. Du schuldest mir doch kein Geld. Aber mach kein Kopfkino mit mir, jeden Tag diese Achterbahnfahrt. Nein, beruhig dich, ich hab's doch bei mir. Und ich denke mir so, okay. Ich denke mir so, nein, ey. Ey, schafft die das gerade wirklich, mich zu verarschen? Aber ich habe gesagt, nein, Mann. Warum? Warum? Sie hat doch gar keinen Grund dazu. Das ist ja der Punkt. Sie hat gar keinen Grund. Sie schuldet mir ja kein Geld. Sie kam doch auf mich zu. Auf jeden Fall, Leute, ich sag euch ehrlich, das hat sich 2, 3 Wochen hingezogen.
irgendwann habe ich gesagt, weißt du was, du hast mich auseinandergenommen. Ich habe keinen Cent mehr wegen dir. Ich habe es irgendwo investiert angeblich. Ich komme zu deinen Eltern. Ich habe keinen Bock mehr darauf. Ich werde zu deinen Eltern sagen, so und so und so ist passiert. Gib mir bitte das Geld. Ich habe wegen euch kein Geld mehr. Wenn ich mein Geld irgendwann zurückkriege, gebe ich euch auch euer Geld zurück. Aber ich habe wegen euch habe ich kein Geld mehr. Und dann wurde sie nervös. Nein, das darfst du auf keinen Fall machen und keine Ahnung, hin und her. Und dann ruft sie mich eines Abends an und sagt, ich habe jetzt alles organisiert, wir müssen morgen nach Bielefeld fahren. Tut mir leid, er ist einfach nicht gekommen, wir fahren nach Bielefeld. Ich sage, ja okay, kein Problem. Wie spät? Sie sagt, sei morgen um 10 Uhr bei mir, hol mich ab, wir fahren nach Bielefeld, wir fahren zu dem Typen, wir holen das Geld. Ich so, ja okay. Dann habe ich mir auch wieder gedacht, warum sollte sie zu mir sagen, hol mich ab? Wir fahren extra nach Bielefeld, 2 Stunden, und holen das Geld ab. Das ergibt keinen Sinn, wenn sie mich verarschen würde. Warum sollte sie das tun? Wir sitzen im Auto, ich gucke auf mein Tacho, mein Tank ist leer. Ich gucke sie an, ich sage zu ihr, mein Tank ist leer, gib mal Geld. Ich habe keinen Cent wegen dir, Mann, du hast mich auseinandergenommen. Sie sagt, ich hab selber nur 30 Euro oder so. Ich gucke sie an, ich so, wie, du hast nur 30 Euro, Mann? Wie sollen wir jetzt nach Bielefeld kommen? Sie sagt, ich weiß nicht. Das Gute ist, ich hatte auch noch 20, 30 Euro gehabt. Also richtiger Film, ne? Wir fahren zur Tankstelle, ich tanke genau für 45 Euro und ich hole mir noch einen Kaffee. Wir fahren, sie sitzt hinten, ihre Cousine sitzt rechts neben mir. Ich gucke sie so im Innenspiegel an, wie sie sich so verhält. Und dann sagt sie, Cousin, also sie hat mich Cousin genannt, obwohl wir nicht verwandt sind. Sie sagt zu mir, Cousin, ich habe Ihnen jetzt geschrieben, ich habe Ihnen gesagt, ich will nicht die 35.000, ich will einfach mein ganzes Geld haben. Also ich brauche ein bisschen mehr Geld. Das hat sie gesagt, ich will ein bisschen mehr Geld haben. Ich so, was hast du denn zu ihm gesagt? Sie meint, ja, ich habe zu ihm gesagt 50.000. Ich so, du kriegst 50.000 von ihm, warum? Meint sie, ja, mein Invest war damals höher und diese 35.000 habe ich nur zu ihm gesagt, weil ich es brauchte eigentlich für eine Sache. Aber ich sage einfach zu ihm 50.000, Cousin, aber ich gebe dir 40.000, die lässt du bei dir und 10.000 lässt du bei mir, okay? Ich habe gesagt, ist mir egal, nimm, aber ich brauche einfach nur mein Geld. Sie sagt, nein, ist kein Thema. Wir fahren, ich musste irgendwann auf Toilette, ich halte so Rastplatz, ich komme wieder, wisst ihr, was sie zu mir sagt? Ich habe ihn gerade angerufen und gesagt, weißt du was, ich habe keinen Bock, jedes Mal nach Bielefeld zu fahren. Gib mir einfach mein ganzes Geld. Ich gucke sie ja nicht so, wie viel ist denn dein ganzes Geld? Sie sagt 5,2 Millionen. Leute, könnt ihr euch vorstellen, was in dem Moment in mir abging? Sie kann keine 30.000 zu Hause lassen und soll jetzt mit 5,2 Millionen kommen? Die kann sie sowieso nicht zu Hause lassen. Achterbahnfahrt meines Lebens. Wir kriegen jetzt 5,2 Millionen Euro in bar. Willst du mir das gerade wirklich erzählen? Sie sagt, ja, ich schwöre auf meine ganze Familie. 5,2 Millionen, aber wie machen wir das? Was ist, wenn Polizei uns anhält? Ich habe gesagt, ist mir scheißegal, wir holen das Geld ab. Ist egal, was passiert, wir holen das Geld ab. Mein Herz klopft. Ich denke mir so, fuck, was mache ich mit diesem ganzen Geld? Erstmal gesagt, weißt du was, ich kaufe mir erstmal ein Haus. Dann investiere ich noch ein bisschen in Immobilien. Ich kaufe mir einen fetten Wagen. Ich werde richtig fett shoppen gehen. Ich werde das Geld investieren. Es waren so viele Dinge, womit ich Geld machen konnte, mit diesem Geld. Wir kommen immer näher. Es sind noch 15 Kilometer, 20 Kilometer. Ich sag, willst du ihn nicht anrufen und sagen, bereit das vor, ey, das ist nicht wenig Geld. Sie sagt, nein, ich muss da sowieso rein, wir müssen das Geld zählen. Ich guck sie ja nicht so, wie, du musst das Geld zählen. Willst du mir jetzt erzählen, du willst 5,2 Millionen Euro, willst du jetzt zählen oder was? Wen willst du eigentlich verarschen, Mann? Was ist das für eine Scheiße? Sie sagt, nein, nein, die haben Geldzählmaschine. Scheiße. Die haben einfach eine Geldzählmaschine, erzählt sie mir. Ich so, ja, okay, scheiß drauf. Nenn mir nur einen Grund, warum. Warum sie diese Filme mit mir machen soll. Warum? Auf jeden Fall, sie sagt, ja, er weiß nicht, dass du dabei bist. Er darf das auch nicht wissen, weil sonst gibt er mir keinen Cent. Ich hab gesagt, Mann, Mädchen, ich lass dich einen Kilometer weiter raus. Nicht 200, 300 Meter. Ich lass dich einen Kilometer weiter raus, lauf dahin. Ich komme dann irgendwann in die Nähe und du steigst dann mit dem Geld ein. Sie sagt, ja, okay. Ich lasse sie ungefähr so 400 Meter, 300 Meter habe ich sie dann rausgelassen. Sie läuft dahin, ich fahre ganz langsam hinterher, ohne dass sie mich auch sieht. Weil ich dachte mir, man weiß ja nie. Sie geht rein, ich parke und gegenüber war wie so ein Park. Als sie reingegangen ist, da war noch eine Tankstelle. Ich bin zur Tankstelle gelaufen, habe mir wieder einen Kaffee geholt. Und während ich so am Rühren bin, denke ich mir so, was bist du eigentlich für ein Idiot, Junge? Was für 5,2 Millionen? Junge, du hast dich einfach verarschen lassen. Aber nein. Es gibt keinen Grund, mich zu verarschen. Warum? Warum? Dann sitze ich gegenüber auf der Bank. Ich gucke so Richtung diesen Eingang. Auf einmal, sie kommt. Und ich sehe, die Hände sind leer. Keine Taschen, nix. Ich laufe dahin. Ich sage, was ist los? Wo ist das Geld? Ja, wir haben jetzt alles besprochen. Der geht jetzt zu seinem Kollegen und holt das Geld. Und dann kommt er gleich wieder hier hin. Ich so, oh, Mann, Alter. Meine Fresse, Mann. Wie oft denn noch, Alter? Was soll die Scheiße? Okay, wie lange dauert das? Sie sagt, erst in 10 Minuten wieder hier. Aber ich sage, da ist niemand aus der Tür gekommen. Doch, es gibt Hintereingang. Ich habe gesagt, echt? Sie sagt, ja. Ich so, ja, okay. Dann, ich trinke meinen Kaffee, ich hatte noch ein bisschen Kaffee, ich rauche wieder eine Kippe. Sie sagt, oh, er hat sich gemeldet, ich muss los. Ich habe gesagt, ja, okay, geh los, schnell.
Dann auf einmal klingelt mein Handy, ich gucke, sie ist das. Ja, wo bist du? Sie sagt, komm da und dahin. Ich fahre dahin, ich denke mir, ja Mann, es ist endlich erledigt. Ich gucke, sie ist schon wieder nichts. Schon wieder keine Taschen und so. Ich sag, was ist jetzt schon wieder los? Sie sagt, ja, wir sollen hier warten, das ist ja nicht wenig Geld, bla bla bla, der kommt gleich. Wir warten, dann sagt sie, oh, er schreibt mir gerade, wir müssen jetzt ein Auto organisieren, damit wir das Geld euch bringen. Ich so, die sollen kein Auto organisieren, ich fahre dahin, sag mir die scheiß Adresse, ich fahre dahin. Was soll diese Filme, Mann? Ich bin seit 2-3 Stunden hier, ich krieg gleich einen Herzinfarkt. Was ist jetzt, Mann? Scheiß auf 5,2 Millionen, sie sollen die 35.000 Euro geben, das reicht. Ich habe keinen Bock auf die Scheiße. Die sollen ihre Millionen behalten. Sie sagt, nein, warum? Lass uns doch das Geld mitnehmen. Dann, wir sitzen im Auto, wir warten. Ich so, ruf ihn jetzt mal an. Ich schwöre dir, ruf ihn jetzt sofort an, los. Sie holt Handy raus, sie guckt mich an, sagt, sein Handy ist aus. Wie hast du das geschafft, mit mir solche Filme zu machen? Mein Herz klopft, ich werde richtig aggressiv. Ich hatte ja eigentlich nichts zu verlieren, es war alles okay. Es war alles okay, warum ruft sie mich an und sagt, ich habe 35.000 Euro? Was soll dieser Film? Ich habe doch keine Probleme gehabt. Aber dieses Gefühl, so diese ständige Achterbahn, es ging hoch, runter. Ich sehe mich nur noch im fettesten AMG, ich sehe mich noch in einer Villa, ich sehe, wie ich mit Geld so und so mache bei Freunden. Ich kriege den Ausraster meines Lebens, Mann. Ich guck in den Innenspiegel, ich sehe nur noch, wie sie da sitzt. Und ich fahre einfach so eine Raststätte runter. Dann ist mir klar geworden, Digga, die hat mich so krass hops genommen, das ist nicht normal. Da wurde mir bewusst, die hat mich so heftig verarscht. Und ich war kurz davor, ihr den Hals umzudrehen. Und irgendwas hat mich dann so festgehalten, wo ich mir dachte, warte mal ganz kurz, Junge. Das ist nur Geld. Du hattest vorher die 5,2 Millionen, hattest du nicht. Die hast du jetzt nicht und die wirst du auch niemals haben. Also beruhig dich. Ich schwöre es euch, ich war kurz davor, ihr den Hals umzudrehen, bis ich mir selber gesagt habe, nein, stopp. Aber die hat mich so heftig auseinandergenommen, das war so ein Gefühlschaos, ne? Achterbahn, jeden Tag, sie geht nicht ran, sie ruft nicht zurück, ich sehe, sie ist online, ich sehe, sie sieht meine Nachrichten, sie reagiert nicht. Warum macht sie das? War echt kurz davor, eine riesen Dummheit zu begehen. Ich schwöre, ich habe richtig krasse Filme in meinem Kopf gehabt, was ich mit der mache, weil die mich einfach so krass verarscht hat. Ich habe keine Ahnung, wie ich das beschreiben soll, ich bin ehrlich zu euch. Und deswegen habe ich auch diese Geschichte heute hier erzählt. Geld ist nicht alles. Geld kommt und geht. Diese Geschichte hätte auch ganz anders ausgehen können. Sie hätte auch ein ganz anderes Ende nehmen können. Aber am Ende habe ich mir gesagt, nein, ich reite mich nur um Probleme. Ich werde meiner Familie Sorgen bereiten und das alles nur wegen Papier. Das mache ich nicht, auf gar keinen Fall. Wir haben uns natürlich ein bisschen gestritten auf dem Parkplatz. Am Ende habe ich zu ihr gesagt, weißt du was, steig einfach rein bitte. Ich fahre dich jetzt nach Hause. Ich will auch deine 5,2 Millionen nicht. Such dir einen anderen Idioten, den du das gibst. Bin einfach nach Hause gefahren und habe einfach da weitergemacht, wo ich vor ungefähr 6 Wochen aufgehört habe. Einfach ein normales Leben führen. Bis ich natürlich ein bisschen runtergekommen ist, hat natürlich ein paar Tage gebraucht, ne, weil ich dachte, ich bin Millionär jetzt in 1-2 Tagen. Aber scheiß drauf. Ich will das Geld nicht. Ich will einfach nur keine Probleme. Ich möchte keine Sorgen. Meiner Familie geht's gut. Alle sind gesund und fertig. Und ich frage mich auch bis heute, was hatte sie von dieser ganzen Aktion? Warum? Wisst ihr Leute, es gibt manchmal Menschen im Leben, die wollen einfach nur deine Nähe. Aber warum diese ganzen Filme? 6 Wochen lang. 6 Wochen lang hat sie mit meiner Psyche gespielt. Dann sind wir dann sogar noch in eine andere Stadt gefahren. Mit leeren Händen zurück. Wofür? Warum das Ganze? Aber wie gesagt, ich habe Gott sei Dank die Kurve gekriegt. Ich schwöre es euch, es hätte anders ausgehen können, weil ich war so besessen von diesem Geld. Ich bin echt davon ausgegangen, dass es natürlich, also dieses Geld gab es natürlich nie, ne? Also es war alles nur Gelaber. Ich weiß, dass ich sie heute noch anrufen könnte und sie würde immer noch sagen, ja klar, die 5,2 Millionen sind immer noch da. Aber weißt du was, scheiß drauf. Ich will das Geld nicht. Wie gesagt, es geht meiner Familie gut, alle sind gesund. Mir fehlt es an nichts. Ich will das Geld nicht haben. Fertig. Geld ist nicht alles, Leute. Scheiß drauf. Geld ist wirklich nicht alles. Hauptsache, man ist gesund, munter und der Familie geht's gut. Alles andere ist egal. Weil wenn du jetzt, sag ich mal, sagen wir mal zum Beispiel, du hast Krebs, was bringt dir die 5,2 Millionen? Kannst du dann mit diesem Geld dafür sorgen, dass du gesund wirst morgen? Nein, kannst du nicht. Gesundheit ist das A und O, Familie ist das A und O. Bereitet euch keine Probleme und Sorgen wegen Geld. Scheiß drauf. Supportet diesen Kanal, aktiviert die Glocke, abonniert auch diesen Kanal. Es sind einfach zu viele Leute, die noch nicht abonniert haben. Warum nicht? Es kostet doch nichts. Na, schon wieder Geld.